Das ist Frank. Frank möchte gerne eine Ausbildung zum Fahrlehrer machen. Über den Beruf hat er sich schon informiert und möchte nun die Fahrlehrerausbildung der Klasse BE bei der Verkehrsfachschule Rheinland, kurz VFR, beginnen. In circa 12 Monaten wird er, wenn er sich anstrengt, anderen das Autofahren beibringen dürfen. Der erste Monat ist die Einführungs- bzw. Auswertungsphase. Diese erfolgt in der VFR und als Praktikum in einer Ausbildungsfahrschule. Vom 2. bis zum 8. Monat nimmt Frank an der theoretischen Ausbildung teil. In diesem Zeitraum findet auch die fahrpraktische Prüfung statt. Währenddessen hospitiert Frank noch einmal für eine Woche in einer Ausbildungsfahrschule. Nun folgt die schriftliche und mündliche Fachkundeprüfung. Hat er diese bestanden, wird Frank die Anwärterbefugnis erteilt. Er ist jetzt Fahrlehreranwärter. Er darf nun im Rahmen der Ausbildung in einer Ausbildungsfahrschule theoretischen und praktischen Unterricht unter Aufsicht geben. In den Monaten 9 bis 12 findet die praktische Ausbildung in der Ausbildungsfahrschule statt. Begleitend werden an 2 Reflexionstagen und in einer Reflexionswoche in der VFR theoretische und praktische Inhalte reflektiert, nochmal besprochen und vertieft. Jetzt darf Frank seine theoretische und praktische Lehrprobe in seiner Ausbildungsfahrschule absolvieren. Hat er nun all die Prüfungen bestanden und sein neu erworbenes Können verinnerlicht, erhält er die Fahrlehrerlaubnis der Klasse BE und darf anderen beibringen, ein Auto zu fahren. VFR. Wir machen Fahrlehrer.